So, da war es auch. Circa Wochen haben wir jetzt noch Arbeit mit dem Siloverteiler, also beim Silo treten. Danach können die Städte anmieten und Klimakleber zu entfernen. Das muss uns auch ausreden, irgendwo nachher in 3, 4 Wochen, 5 Wochen, wenn wir wieder brauchen. Aber dazwischen kannst du gerne ausleben. Wirklich effektiv als Gerät, das funktioniert. Sodawasser. Heute 29. Mai. Erster Schnitt bei uns. Gut drauf, gut drauf. Ihr werdet euch ja wundern, warum ich so krebsrote Birnen habe. Ja. Die haben gerade einen ganzen Zaun, der werden so 500-600 Meter lang. Mit der Sensen ausgemalt. Morgen Sport. Da kann es gehen, dann muss es aufmachen, das ist heute wieder alles ausgeschwitzt. So, gehen wir sagen. Oh, was die Idee. Heute Abend wieder. Ja, mit der Sensen. Ersten schneller. Emissionslos, ne, emissionslos, sind wir mal davon. Abgaswerte passen nicht immer. Leise Sprit braucht es keinen. Du bist trotzdem echt schnell. Soll ausmachen. Für so flink ist natürlich klar. Du musst mit dem Leben. Da bist du ein Schwammler. So ist das, ja. Die Wiesen ist nie so ertragreich, die ist sehr schottrig. Von weiter befindet sich unser Hauskohlen, da lügen wir die Klinger herum, ein bisschen weniger. Da versuche ich alle mit Nachsot, wird sie auch nicht ein bisschen reinbringen. Aber letztes Jahr früher war es los. Naja, es ist auch wieder los. Aber nachher, wenn es nicht trocken ist, dann mache ich die Luzerne wieder auf, die steht da wieder vor. Zeitpunkt passt für uns. Wir haben Mutterkühe, wir müssen nicht auf vollen Ertrag fahren, volle Inhaltsstoffe fahren, wir fahren mal ein bisschen auf Ertrag. Deswegen sind wir mir nicht bei den Geitler dabei. Aber jetzt heuer sowieso sind eh alle gleich dran. So ein gutes Frühjahr. Schon ein Besser, Mann, und Test. Ja, cool. Grüß dich, ja. Nächste Runde Schmeiße haben wir raus in die Kamera. Kann man nicht immer von der Karriere und Videos machen. Der Großlauf ist heuer wirklich dicht, bis auf quasi der Oberstuhl. Wo ja viel Schnee aufgeschoben hat im Winter und so Sachen, aber so ist es. Falls jemand das noch nicht gesehen hat und einen Ballenaufsatz braucht für den Forstanhänger, für den alten Fern, also für den FH10, für unseren alten Schlepperhänger, mit dem wir unseren Ballenaufsatz veräußern, könnt ihr mich gerne auf Instagram anschreiben. So ist, schreibt es in die Kommentare rein, falls es wen interessiert. Oder schaut einfach auf Landwirtäne. Machen wir so, schaut auf Landwirtäne, gibt es bald auf so 10. Da findet ihr schon, falls es will. Falls es gebraucht oder benötigt wird. Den Zeug kann nichts hingehen. Jetzt lebe ich eigentlich gerade los. Brater kennt ihr sehen. Der 2,25 Meter ist der 2 Meter Maß damit. Jeder für den Traktor und für unsere Hangneigungen durchaus leider sein. So, jetzt machen wir mir, wo waren wir mir?
wenn ich da jetzt einmal los mache. Die Flächenleiste werden wir jetzt erhöhen. Anständiges Kreisele. Anständiges Kreisele. Oh, da geht was weiter. Wie heißt denn eigentlich? Keine Ahnung. 98 irgendwie. Wurscht. Funktioniert nicht schlecht. So. Das Einzige, was halt ist, nachdem kein Dreipunkt ist, man muss halt immer schnell offenfahren. So wie ich jetzt da muss. Die Lehrer werden da Schlaufe fahren, aber ich sag's ja. Ja, jetzt fahren wir wieder geradeaus. Ja, Futter, man sieht's glaube ich jetzt relativ gut. Es ist massig, ja, massig. Fahren wir jetzt einmal ganz intensiv von auf dem Feld vor. Da dort unten beim Waldrand dabei ist auch sehr viel. Das wundert mich, ja, dass dort unten auch so viel ist. Ja, Wetter! Und was die Wetterzauberer machen. Es kann sein, dass heute mal drüber spritzt. Rufen damals zwar nicht, also brauchen wir es nicht unbedingt, aber es kann sein, ja. Aber es ist wurscht, es hat die ganze Woche wieder so viel Schäden an und deswegen machen wir das heute einfach. Ist ja wurscht. Silo ist nicht so genau, natürlich ist das auch nicht gut, wenn es reinregnet, ist ganz klar. Und wenn du es vermeiden lässt, sollst du es vermeiden lassen. Ja. Wir werden jetzt noch, jetzt ist 2 und ca. 3 oder was, wir anfangen, naja, 3 oder 4, wir anfangen zu aufmachen. Da fahre ich ca. bis 6, hänge um, dann zu der Lindner weiter schwaden mit dem großen Schwader und dann geht es auf den Fahrsilo. So ist einmal der derzeitige ca. Plan. Heute müssen wir anfangen, aber sonst werden wir morgen nicht fertig. Beziehungsweise morgen wird man schon fertig, weil das Wetter morgens drucken. Deswegen. Ja, da ist jetzt richtig Masse drauf. Ein bisschen hinterschalten. Mein Gott, nein, das sind eine Madlern. Das ist halt super. Ja, nicht schlecht, gell? Bis demnächst. Vorsilo müssen wir noch. Sättmann-Folien sind schon drin. Da sind sie leider zu kurz, weil es kein 60er gegeben hat. Und ich habe jetzt ein 50er genommen, wir haben aber also ein 30 Meter langes Silo. Jetzt habe ich halt, muss ich noch stickeln. Aber das soll das kleinste Problem sein heute. Okay, bis später. So, jetzt wieder 6,2 Fuß. Der Kreisler heißt A91. Ist ein Kreisler mit einer quasi mit einer aufhebbaren Hinterachse, also mit einer. Ja, mit einer Transportachse sozusagen, die man quasi dann über den Kreisler drüber kloppt, oder so, ich gesehen. Das ist der Top 652 Seitenschwader. Vor allem für uns da gut geeignet, weil große Schwaden formen kannst mit einem Seitenschwader. Mit dem Schwader bist du irgendwo immer gebunden. Und deswegen haben wir uns damals für den entschieden. Vor allem ist das natürlich jetzt bei den großen Futtermengen ist das nicht unbedingt vom Vorteil. Aber ja, was willst du machen? Können wir nichts machen. Jetzt deswegen fahren wir mit dem kleinen auch teilweise, der Vater hat schon, oder fährt noch immer voll Wisch. Deswegen. Jo, so läuft das. Jetzt muss ich mich wieder ein wenig konzentrieren. Passt. Bis am Fahrsilo wahrscheinlich. So, die ersten zwei Vorder sind drin. Wetterbericht passt aber perfekt. Überall Regens. Weil bei uns sind um 3 waren, weiß ich nicht, 6 Tropfen oder sowas. Mangale.
Thema wie Seitenbodenfolie. Das wäre extrem, das ist also eine Cyclingfolie wie Müsok. Sie ist nicht schlecht, sie ist sehr flexibel. Gell? Also sie passt sich gut an. Nur wir haben da das Problem, dass unser Mauersockel oben relativ rau ist. Jetzt jetzt kann es sein, dass durch die Säcke das Niederlegen die Plane durchgestochen wird. Ja. Das ist ein Problem, sollte jetzt sein. Mit der Plane sind wir nicht ganz so zufrieden. Ja. Aber ja. Nein, die restliche Plane ist gut. Wir kaufen halt immer in Großmengen ein paar Landtechnik-Händler. Das haut super hin, das taugt man. Ich schreibe ihm im Frühjahr WhatsApp, so quasi, wer braucht was, dann wird einig geschrieben und dann irgendwo kriegst du. Das ist ein relativ vernünftiger Preis und du kriegst da alle Größen, die du brauchst. Wir brauchen, der Silo ist 28 Meter, also brauchen wir 30 Meter Folie. Das Lagerhaus hat meistens 25,6. 5 Meter 70 oder 80 ist ein breiter Silo, also es geht sich schön aus. Ah, 5 Meter 70, glaube ich. 30 ging es ungefähr. 65 ist ein Bad. 28 Meter lang und 3,50 Meter. Ah, na, warte mal, 3 Meter stimmt nicht. 3 Meter auch oben auf der oberen Seite, oder? 3 Meter unten und ein bisschen unter 3 Meter. Und die Folien, die kriegst du beim Lagerhaus leider nicht. Wenn man sonst da kriegt früher, muss sie auch lang bestellen, aber meistens gibt die falsch. Ja. Von uns ein Lagerhaus vor Ort auch nichts dafür, aber ist halt leider so. Ja, Massivsilo ist natürlich ein Problem mit den Seitenwandfolien. Die sind dort schwerer zu einhängen, sagen wir mal so. Das geht beim Traunstein-Silo viel eleganter und vor allem so dicht geht auch eleganter. Geht aber da nicht, wir müssen da Massivsilo machen, weil wir quasi einen Handdruck haben. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, ja, ich schwebe wohl schon was vor, aber ja, klar ist auch nicht. Länger war er trägt, länger, die Mittelwand außer. Einen längeren Baumstein. Die obere Mauer losen, mit außen verlängern, ist halt ein bisschen Aufwand. Das geht leider im Hang nicht anders, leider. Die Welt arbeitet immer oben. Der Traunstein ist quasi die Wand, die ist nicht gerade eingesetzt. Silowolzen. Wie ihr wisst, ich habe vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, verbreitert. Mein Bruder hat mir vorhin die Warschlauser gezählt. Bei unserem Schlosser hat mir dann die restlichen Sachen gebogen und gekantert und dort aufgemacht. Musst haben. Wenn der Traktor 2,40 Meter breit ist, muss die Wolzen mindestens 2,20 Meter haben. Oder soll sie haben. Damit quasi auswerfen, sie wirft ein bisschen breiter, sie wirft jetzt auf 2,60 Meter rein, so als Hausnummer. Und über vor mit den vorderen Radeln nicht. Die Wulst vorher ist aber jetzt ein Wulst gebildet, die habe ich mit den vorderen Radeln überfahren. Jetzt ist es so dahin gegangen. Jetzt hast du immer hin und her mit der, sie immer so hin und her arbeiten müssen beim Verteilen, das ist ein bisschen Schwammel geworden. Jetzt so ist voll eleganter. Ja, Seitenwandfolie, 60 Meter jetzt es leider keine geben. Jetzt haben wir 5 jetzt, also 50er genommen und dann gestuckelt. Circa 2 Meter überlopert. Also das haut nachher sicher hin. Das wird hin. Wir müssen heute definitiv ein Silo bis auf Anschlag vollfüllen. Das wird so werden, leider. Oder Gott sei Dank, nicht leider, Gott sei Dank. Den zweiten Silo will ich aber derzeit nicht anbohren, hole ich nicht vor. Dann Massivsilo zum Treten gibt es noch eine Besonderheit zu den Seitenwandfolien. Darf man nie ganz so fahren. Beim Massivsilo, beim Braunsteinsilo auch nicht, da darf man die ersten 5, 6, 7, 8 nicht fahren, bis einmal genug dabei ist, nicht zu befahren, weil durch das Zubefahren fängt die Seitenwandfolie wieder ansteigen. Deswegen haben wir kleine Hohlkühlen drinnen. Und jetzt liegt es ein auch. Also, das sollte normal so halbwegs hin haben. Also. Dann, da unten rechts, ich muss euch das noch gleich sagen.
Was ich noch sagen sollte, Kubik vom Ladewagen, die DIN, also nicht die DIN-Kubik, sondern die Anschrieb-Kubik, wenn der 50 Kubik hat, der Ladewagen, muss ein 50 Meter langes Silo haben. Das ist so. Sonst geht sich das alles dann nicht aus. Das ist nicht mehr elegant. Da mit den 28 Meter geht es noch gerade und gerade aus. Das ist so. Der ist früher für ganz einen anderen Ladewagen gebaut worden. Jetzt der jetzige 35 Kubik. So, jetzt sagen wir ja mal, wie es da unten regnet. Holy moly! Ja, 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 ja. Ja, wir waren ein bisschen, oder sind wir noch immer ein bisschen Schluss skeptisch, ob das Wetter halten wird. Bei uns da, am Fuße der Grenzen, ein bisschen wie sagt man da, ein Thermikloch und deswegen bleibt da bei uns der Regen nicht lang, oder Kimper meistens gar nicht. Naja, wir haben schon zweimal das seltene Phänomen gehabt, dass sie direkt auf der Alm oben ein kleines Wetter gebildet hat und zu uns rüber gezogen ist. Wirklich interessant. So ist das, jo. Dings haben wir auch aufgestellt. Wie heißt die Kamera? Ja. Zeitrafferkamera. Zeitrafferkamera haben wir aufgestellt. Vor allem beim Zudecken will ich noch einmal mitnehmen. Vor allem beim Massivsilo ganz wichtig, die Seitenwandfolie muss intakt sein. Weil die Seitenwandfolie dichter da im ganzen Silo. Sonst geht er nicht dicht. Einer geklappt, Unterzieh drüber. Oder halt Unterzieh wird ausgeholt, nur ausgeholt und nicht aufgebreitet. Danach kommt die normale Standardfolie oben drüber mit 125 bis 150 μ Stärke und dann wenn beide auseinandergezogen zeitgleich. Funktioniert. Funktioniert sehr gut. Und dann wird quasi alles schön hochgezogen und dann werden die Säcke reingelegt. Und dann dichtet quasi der Sock dichtet auf der oder halt der Sock dichtet auf der Seitenwandfolie. Ganz wichtig, deswegen die Seitenwandfolie. Und schreit. Schreit wie großer. Ich muss auch ein Foto machen vom Wetter. Gut. Joscht. Ja, jetzt haben wir über 7. Bei uns geht der Wind relativ gut. Ist nicht ganz so ideal, aber ne. Wir fangen noch früh, wenn wir zeitig aufmodern und fahren. Seht ihr fern, womit wir früh genug fertig werden. Okay. Vielleicht weiß ich später noch irgendwas zu sagen. Bis später. So da! Futter genug, glaube ich. Ja, genug haben wir noch nicht, wir haben noch einen Haufen. Unten wenn noch, unter dem Stuhl unten wenn noch drei Futter werden. Ja. Acht Fläche auch noch einmal drei. Noch sechs Futter, die müssen jetzt da rein noch irgendwie. Irgendwie irgendwo. Ja, hilft nichts. Höher werden ein bisschen länger. Das Gute ist, beim Fahrsilo ist er relativ flexibel. Geht eine vorne? Letztes Jahr haben wir 25 vor der Kuppe, heute werden wir das deutlich übertreffen. Ja. Mal fragen, wie viel waren. Ja, okay. Wie gesagt, dann später zu decken, will ich die Kamera nochmal aufhängen. Okay, okay. Bis später.